So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Breaking Point 2 und wir machen heute weiter mit dem nächsten Kapitel. Kapitel 12 steht dann jetzt an. Hey Boss, hast du kurz Zeit? Was haben wir denn jetzt noch wieder? Okay, Aiden wurde gebeten bei der Werbung für ein... Nee, wir stimmen mal zu. Warum zögerst du noch? Es war doch immer dein Traum, in der Formel 1 zu fahren. Aber nicht auf die Art. Weißt du, was er getan hat? Du meinst deinen Vater? Er hat sich geweigert, mich zu unterstützen. Er wollte nur eines seiner Kinder finanzieren und meinte, Devins Karriere wäre vielversprechender. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Mom hat mich dann mit dem Geld aus der Scheidung unterstützt, aber... Und jetzt bist du hier, weil er dich geschickt hat? Nein. Das war meine Idee, meine Entscheidung. Und deshalb bin ich hier, dich zu fragen und nicht dein Vater. Wir brauchen einen Ersatz und ich habe dich vorgeschlagen, weil ich weiß, wie gut du bist. Das ist die Wahrheit. Ich wollte es immer nur unter meinen Bedingungen machen, nicht sein. Ich passe auf dich auf. So wie in der Formel 2. Wirst du ihn denn von mir fernhalten? Ich werde tun, was ich kann. Wirklich alles. Damit du dich ganz allein aufs Fahren konzentrieren kannst. Bist du dabei? Vielleicht erhältst du nie wieder eine solche Gelegenheit. Das ist dir klar. Grober Brief von Aserbaidschan, Kapitel 11. Ja, Kelly May ist dabei. So, jetzt hoffe ich, dass wir nicht nur das komplette Rennen fahren, sondern nur so ein bisschen. Toll, ich kann also Sponsoren und weiter ein Bonusfahrzeug ausgezahlt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden. Wie wollen wir es investieren? Auto letzte Wege machen hat oberste Priorität. Ein glückliches Team, unser produktives Produkt, wenn sie für die harte Arbeit lassen wir das Geld in den Premium-Job zurückfließen. Unser Werk ist immer schlechter ausgestattet und die unser Konkurrenten. Weitere Investitionen in diesem Bereich werden in den kommenden Jahren helfen. Den Prämien zurückfließen. Ja, es beginnt eigentlich im Werk. Und deswegen machen wir es. So, Connors mal veröffentlicht Kelly Mayer. Sekunde, wir können eine Nachricht rein. Davidov. Ich durfte nicht in die Garage, weil Kelly da ist. Das ist lächerlich. Oh. Wir haben darüber gesprochen. Du musst dir etwas Freiraum lassen. Ich lasse dich erst an mein Gewehr, Ackermann. Aber ich mag es nicht, wenn man mir sagt, wo ich hier hingehen darf und wo nicht. Du hast mich dazu überredet. Was heißt das? Wozu überredet? Kelly unter Vertrag zu nehmen. Ich erlaube dir nur, die Lorbeeren dafür zu ernten. Das ist alles. Hört sich so an, als wolltest du mir die Schuld geben. Wenn du mit dir recht hast, dann gibt es keine Schuldzuweisungen, oder? Sonst noch etwas? Du bist ein beschäftigter Mann. Ich lass dich weitermachen. So. Social. Und deine Barcode vor allen Dingen. So. Ja, dann gucken wir mal, ne? Heute wird hier Geschichte geschrieben. Kelly Mayer, Connorsports jüngste Verpflichtung, wird als erste weibliche Fahrerin in diesem Jahrtausend an einem Formel-1-Rennen teilnehmen. Oh, was für ein Moment. Ich habe Gänsehaut. Für alle, die sich jetzt fragen, warum, nur eine Handvoll Frauen hat im Laufe der Jahre an einem Grand Prix teilgenommen. Aber seit 1992 hat keine auch nur versucht, sich zu qualifizieren. Giovanna Amati aus Italien war die letzte. Der heutige Tag hier in Baku ist also ein echter Neuanfang.
Mayer hat im Qualifying natürlich extrem beeindruckt. Mal sehen, was heute auf sie zukommt. Ja, da draußen geht es ganz schön eng zu. Es ist ein harter Wettbewerb. Also nicht das ganze Rennen. Nicht festlegen. Absolut. Heute gibt es hier einige fantastische Fahrerinnen und Fahrer zu sehen. Vor allem die junge Kelly Mayer, die den Sprung in die Formel 1 ja scheinbar mühelos geschafft hat. So, wir kriegen jetzt wahrscheinlich die Aufgabe. Was machen wir? 6. Ja, 8 Runden sind's. Schließlich vor dem Ende von Runde 8 zu Jackson. De Vries, wo ist Jackson? 12. Alles klar. Baku ist nicht meine Strecke. Ich mag diese Strecke überhaupt nicht. Wir fangen direkt bei meinem Quersteher an. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, Alter, ich sage ja, ich mag die Strecke nicht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier rankommen. Ich hoffe, dass das Auto jetzt nichts abgekriegt hat. So, vorbei an, beziehungsweise ran an der Fries, so vorbei an der Fries. So, Norris zu Not da, ja. Wir müssen ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, ich bin kein Fan von diesen Stadtkursen. So, schön die Lücke da reingenommen, vorbei an weiteren zwei. Nächste ist dann schon Aiden Jackson. Kommen in den Top 8 ins Ziel, das sagt er uns. Und hier haben wir Kelly Mayer, sie nähert sich ihrem Teamkollegen. Sie ist fast auf mir drauf. Ja. Oh, das ist bitter. Komm in den Top 10 Ziel. Ich dachte, er lässt mich vorbei. Ein Missverständnis, Kelly. Ist jetzt passiert. Konzentrieren wir uns. Okay. So, weiteren Top 8 heißt das Ziel. Also das Bonusziel. Oh, Ocon, ey. Na gut, er hat ein bisschen verletzt. Zumindest mal probiert, um wegzublocken. Diesmal kann ich aber alle nicht konsequent durchgezogen. So, jetzt haben wir noch 6 Runden. Übrigens, das Ding hat 16 Kapitel. Ich habe mal nachgeguckt. So, nächstes Russell. Kann man Verstappen? Ist das richtig? Russell und Verstappen? So, zwei Autos aufeinander da vorne? Das ist nur eins. Ich glaube, es ist nur eins. Ich glaube, es ist nur Perez. Perez und Verstappen meine ich natürlich. Ja, ja, das ist nur ein Auto. Jetzt habe ich mich so ein bisschen akklimatisiert in dem Rennen hier. Ein bisschen Probleme mit dem Grip gehabt. So, jetzt Angriff gegen. Genau das meine ich.
Ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen mehr Platz gelassen habe, aber es könnte dann nochmal gut gegangen, gerade so. Also vorbei an Perez. Aber er hat auch durchaus zurückziehen können, weil die Kurve war eben eine. Aber gut. Ich hätte immer vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen können, das wäre auch eine Idee gewesen. Naja, egal. Wir haben es geschafft auf jeden Fall. Wir haben vorbei an Dings und wir gehen jetzt holen uns jetzt Perez. Und dann Lance Stroll, der hier in Baku sein bestes Ergebnis überhaupt in der Formel 1 Karriere gefeiert hat. 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit dem Williams auf Platz 3, wo er auf der Ziellinie von Bottas noch kassiert wurde. Und zuerst Platz 2 gewesen. So, Angriff gegen... Ja, das hat Angriff, aber wir versuchen ein bisschen ranzuarbeiten. Dann Perez und danach Stroll. Top 10 und die schnellste Runde, damit hätten wir unseren ersten Bonuspunkt, dann haben wir trotzdem mit 2. Ja, Perez, das ist zu viel, das ist so weit weg. So, den muss ich jetzt nutzen. Und damit haben wir Perez und sind jetzt 9. Bonusziel ist toll, liegt direkt vor uns. Wie haben wir denn noch? 4 Runden. Ja, hier kannst du es überhaupt nicht probieren. Hier willst du es auch. Das muss funktionieren, wenn das. So, jetzt greifen wir an. Mal gucken. Unter Druck. Ja, ja. Und im Gegensatz zu Russell zieht der jetzt komplett zurück. Jetzt haben wir es auch Gott sei Dank geschafft, oder vorbei an Lance Stroll. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Nächster ist Gasly. Und dann haben wir Fernando Alonso. Und da sind wir perfekt durch diese Ecken gekommen hier und konnte mir tatsächlich dann noch Fernando Alonso holen. Den habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen überrascht, sonst hätte der nämlich wahrscheinlich nicht mehr gebären. In Spanien. So, jetzt haben wir eine größere Lücke. 8 Sekunden auf Alonso. Ne, nicht Alonso war es, Gasly war es, Entschuldigung. Es war ein Alpine, es war kein... Dafür wäre Alonso gewesen, dass ich jetzt ein bisschen überrascht bin. Ich kann's nach vorne irgendwo. 7,7 Sekunden, Mac, Alonso, da war Piastri schon. Da waren sogar 2 Autos. Alonso, Piastri und dann vielleicht haben, und dann einer der beiden Mercedes. Ob es Hamilton oder Russell sind, sehen wir dann. Gewinnen werden wir hier sehr wahrscheinlich nicht. Das sind 3 Runden, wir haben nur 6 Autos vor uns. Aber mal gucken, was davor. Vielleicht diese dieses Dreiergrüppchen, was wir hier vor uns haben. Das wäre natürlich genial. Also wir hatten momentan, haben wir ja die Ziele erreicht. Und wenn wir so am Anfang so ein bisschen unser ein, zwei Problemchen hatten, gerade was das Thema mit dem Grip betrifft. Aber leider haben wir auch den schweren Unfall mit unserem Teamkollegen. Da muss die gute Kelly noch ein bisschen lernen. So, mal gucken, ob ich Alonso in der gleichen Überholspur komme. Wahrscheinlich ja weniger, oder? Doch. Ziemlich an der gleichen Stelle wie Gasly. Nee, aber der wehrt sich mehr. Gasly konnte ich da noch richtig überraschen. Alonso wehrt sich. Also ein bisschen zurückziehen, gerade mal. Und dann auf der Landgerade. Hier diese kurvige Schlinge brauche ich gar nicht erst anzugreifen. So, jetzt gehen wir, können wir rein. Jetzt können wir. Hamilton ist es übrigens.
und vorbei an Piastri. Nächste wäre Lewis Hamilton. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Boah, der aber auch kräftig dagegen hält und versucht ein bisschen weg zu, also dass wir doch ein bisschen mehr bremsen müssen, aber wir haben schon vorbei. Ich sag ja, dieses Dreierpäckchen. Nächste wäre Sainz. Wir führten Russell? Das könnte sein, dass Russell das ist, ne? Der führt. Podium? Frage? Zeichen? Wir haben ja noch drei Runden. Also zwei plus diese. Und vor uns ist Sainz. Noch vier Sekunden. Nee, es ist Leclerc. Leclerc führt. Es ist ein roter Punkt, es ist ein Ferrari, der vorne führt. So, mal gucken. Sainz. Der war mega. Ein bisschen was zurückfällt jetzt. So, hier habe ich meine Lieblingsecke, aber diesmal bin ich nicht lange genug dran, um hier auch mal das Auto, dritte Auto zu kassieren. Aber ich bin dran, so dass ich zumindest auf der Geraden eine kleine Chance habe. Hier brauche ich auch nicht anzugreifen, oder kriege ich ihn doch hier? Der bleibt auf die Ideallinie und macht das so den Weg zu, aber jetzt muss es nur mit der Dings passen. Jetzt kommen wir hier aber bombig raus. Ups. Vorbei an Sainz, die noch gar nicht erst in die Position kommt, dass er noch mal kontern kann. So, und jetzt sind fast doppelte Leclerc noch davor. Ja, wir haben vollste Runde, das schafft noch nicht. Also vorne gewinnen wir noch nicht mehr. Ich müsste 7,1 Sekunden aufholen, zwei Runden. Und ich muss ja für alle Verstappen vorbei. Aber mal so wollte ich aufgeben. Wir wollen vielleicht noch, vielleicht schaffen wir da so ein Mögliche. Vielleicht schaffen wir das Unmögliche. Ja, das Rennen in Baku mit diesen Anfangsschwierigkeiten zu gewinnen. Verstappen möchte nicht, okay. Das ist es möglich, weil der Leclerc ist nicht weit weg. Den sehen wir schon. Wir haben die letzte Runde gleich. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ein bisschen Position bekommen. Jetzt sind wir ein bisschen in Position. Jetzt sind wir voll in Position. Wir können das mal locker gewinnen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da sind. Das war ja heute gewinnen. So, vorbei an Leclerc. Die Frage war... Hilfe, aufpassen. Waren wir am Messpunkt davor oder dahinter noch? Weil der Messpunkt war vor der Kurve. Wir waren dahinter, davor. Das heißt, der wird jetzt angreifen. Die letzte Runde, Leute. Letzte Runde. Aber der passt nicht so ganz. Noch ist er, hat er keine Chance. So, jetzt müssen wir nur überleben, irgendwie noch. Und dann können wir das Rennen gewinnen. Also ich weiß nicht, ob er jetzt aufgegeben hat. Zwei Sekunden. Der kommt nicht weg. Kommt nicht hinterher. Wir können dieses Rennen gewinnen. Und ich hatte meine Probleme. Am Anfang zu beginnen im Grip. Das hat so ein bisschen reingearbeitet. So, jetzt hier noch ein bisschen. Jetzt haben wir hier diese Bockpassage. Eine der engsten Stellen überhaupt im Rennkalender. Ich glaube, es ist sogar die engste. Muss aufpassen. Ein bisschen zu viel.
Ja, wir kommen weg. Das erklärt sowas von. Ja, alles gut, wir sind aber dran. Und den großen Preis von Baku gewinnen wir im ersten Rennen. Überhaupt. Voll die schlechte Auftritt in Baku. Grund negativ. Gut, okay, durch den Unfall, ja. Trotz des Dramas an der Tabellenspitze ging es heute vor allem um Connorsport. Ja, das war auch ein bittersüßes Rennen. Eine Fahrerin feierte ihr denkwürdiges Formel 1, die der andere Fahrer schied aus dem Rennen aus. Ja, wie fandest du eigentlich Kelly Mayers ersten Einsatz für Connorsport? Ich freue mich, dass Kelly jetzt in der Formel 1 fährt. Es ist super für den Sport und sie ist extrem talentiert. Ich bin gespannt, wie sich ihre Karriere entwickelt. Ja, wenn es so weitergeht wie heute, müssen wir Kelly Mayer in den nächsten Jahren definitiv im Auge behalten. Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Ja, wir haben's. Das war Kapitel 11. Dann bin mal gespannt, wie es Kapitel 12 dann bringt. Und in der nächsten Session ziehen wir es dann durch. Dann sind es nämlich nur 4 Kapitel. Da würde es wirklich nur noch am Freitag, nur am Freitag geben und Samstag, Sonntag wird wahrscheinlich schon FIFA. Ja. Fühlen Sie sich bei Connorsport unter besonderem Leistungsdruck, wenn Ihnen Ihr Vater über die Schulter schaut? Wissen Sie, das ist die Formel 1 und es ist nicht möglich, dass ich noch mehr Druck verspüre als ohnehin schon. Also nein, das ist kein Thema. Kelly, gab es in der Formel 1 irgendwelche Vorbehalte, weil Sie die erste weibliche Fahrerin in diesem Sport sind? Nein, alle waren fantastisch zu mir und ich bin nicht die Erste, nur die Neueste. Wie geht es Ihrem Bruder? Halten Sie wirklich nur seinen Sitz warm? Das müssten Sie ihn selbst fragen. Aber er bekommt die Hilfe, die er braucht. Nein, ich habe keine Absicht, diesen Sitz so schnell wieder herzugeben. Was war da heute zwischen Aiden und Ihnen los? Es war bloß ein Missverständnis. Ich habe wirklich gedacht, er würde mich durchlassen, aber er hatte wohl andere Vorstellungen. Wir haben vorhin mit ihm gesprochen und er sagte, das war Absicht von Ihnen. Was sagen Sie dazu? Oh, das war nur ein Missverständnis. Sie fahren ja unter dem Namen Mayer, aber würden Sie jetzt in dem Sitz Ihres Bruders, in dem Team, das Ihr Vater sponsert, wieder den Namen Butler annehmen? Damit hätte ich wohl rechnen müssen. Hast du nicht? Das meine ich nicht. Ich bin eine Frau, ich verstehe das. Ich spreche auch gern darüber. Tja, was ist es dann? Es ist immer das Gleiche, das nervt. Sie sind ja eine Frau und dann ist jede Frage nur über Dad und Devin und die Butlers und den Namen. Ach komm, vergiss sie einfach. Oh, es wird sich nie etwas ändern, niemals. Die einzige Frage zu dem Rennen war die über Aiden. Tja, wenn wir es etwas länger hätten laufen lassen, hätte es vielleicht... Kasper! Jetzt verteidige sie nicht. Okay, sorry. Du hast recht. Sorry. Gut, ist okay. Das nächste Mal bin ich schneller. Der Vorfall in Baku. Glauben Sie, das war Absicht? Ja, das war Absicht. Ja, das sieht man doch. Sie sind nicht so richtig warm geworden. Wir waren nicht gleich Freunde. Nein. So. Jetzt kriegen wir schon wieder tolle Anrufe. Mit Ansage. Herr Willen? Okay. Hi, Mom. Kelly, ich könnte nicht stolzer sein, Schatz. Gut gemacht. Danke, Mom. Es war ein gutes Rennen. Ein tolles Gefühl da draußen. Es war ein gutes Rennen. Oh nein. Was ist? Was meinst du damit? Was ist was? Ich höre es an deiner Stimme, Mom. Es war ein gutes Rennen? Nein, es ist nichts. Aber? Nein, es ist nur... Du hast das nicht mit Absicht gemacht, oder? Den armen Aiden geschnitten? Ich kann nicht glauben, dass du mich das fragst. Hast du deine Tochter zu so einem Verhalten erzogen?
bin mir nicht sicher. Es war ein Unfall, Mom. Ich leg jetzt auf. Natürlich. Tschüss, Schatz. Ich hab dich lieb. Ja, bitte natürlich, klar. Tja. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder zum nächsten Kapitel. Dann Kapitel 12. Bis dahin und tschüss.